Jugend für das Leben wandert von Innsbruck nach Bregenz und macht heute Station in Dornbirn. Worum geht's denn bei euch? Also Jugend für das Leben ist eine österreichweite Jugendorganisation. Wir setzen uns für den Schutz der ungeborenen Kinder ein und wir wandern heuer im Sommer von Innsbruck nach Bregenz, um auf das Lebensrecht der Ungeborenen aufmerksam zu machen. Es ist ja so, dass wir in einem eigentlich sehr sicheren Land leben. Uns geht es allen sehr gut. Aber es gibt eine kleine Gruppe unter unseren Mitmenschen, die diesen sicheren Schutz, den wir alle genießen, nicht genießen, und zwar die Ungeborenen. Wir denken, dass bei jeder Abtreibung ein kleiner Mensch stirbt. Ein kleiner Mensch, der bereits nach 3 Wochen ein schlagendes Herz besitzt. Nach 3 Wochen seiner Entstehung, seiner Empfängnis ein schlagendes Herz besitzt. Es stirbt bei einer Abtreibung ein kleiner Mensch, der Schmerz empfindet, eindeutig Schmerz empfindet. Es stirbt bei einer Abtreibung ein kleiner Mensch, der Gefühle hat und der ganz offensichtlich einen Lebenswillen besitzt. Und nicht nur das ist unsere Motivation, sondern auch, dass so viele Frauen nicht Bescheid wissen, dass sie nach einer Abtreibung oft schweres psychisches Leid erwartet. Wir möchten einfach wirklich die Bevölkerung aus diesem Schlaf, der zum Teil aus diesem Schlaf der Unwissenheit über die Abtreibung herausreißen und darauf aufmerksam machen, dass es immer einen Weg für das Leben gibt. Wir glauben, dass es wirklich in unserem Land, wo wir doch so viele finanzielle Möglichkeiten haben, wo es Gruppen gibt, die Frauen unterstützen können, ja, wo es gute Beratungsstellen gibt, dass wir in unserem Land immer einen Weg für ein Kind finden, weil Kinder immer etwas Wunderbares sind. Und natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo Frauen in Not geraten, wo schwangere Frauen in Not geraten. Und es liegt an uns allen, denen zu helfen und diesen Mut und diese Hoffnung durch Österreich zu tragen und auch ein bisschen diesen Frauen zu vermitteln. Das ist unser Ziel. Das ist das Ziel unserer Wanderung. Wir sind jetzt hier in Dornbirn am vorletzten Tag unserer Wanderung. Wir werden morgen weiter nach Bregenz gehen. Ich würde mich freuen, wenn uns viele Leute noch begleiten. Heute Abend haben wir eine kurze Multimedia-Präsentation von circa einer halben Stunde in der Pfarre Oberndorf in Dornbirn um 20.30 Uhr. Also wenn sich Leute informieren, freuen wir uns, wenn hier Leute vorbeischauen. Und wie ist die Resonanz bei der Bevölkerung, die an der ihr vorbeiwandert? Durchwegs positiv. Wir wandern durch die Dörfer und viele sagen, ach, ich habe schon in der Zeitung davon gelesen und toll, was ihr macht, und macht es weiter so und wir stehen voll hinter euch. Also es ist durchwegs positiv.